Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, zum Start in die Woche. Gestern gab es einen kleinen Ausfall, das soll uns aber nicht stören. Wir wollen uns den Markt aktuell anschauen, der sich ja in vielerlei Hinsicht interessant zeigt. Wir sehen wieder Abgabedruck bei den Yen-Pairs, vielmehr hier eine Bewegung, die hier eine Stärke des Yens unterstreicht. Wir sehen hier ganz klar Schweizer Franken, Britisch Pfund und US-Dollar hier auf der Verliererseite. Euro-Yen hält sich mehr oder weniger, Austral-Dollar-Yen leicht beflügelt durch die Stärke des Ossis. Und Sie sehen hier unten an den prozentualen Bewegungsimpulsen bislang, dass die Tagesranges noch nicht ausgeschöpft sind. Interessant heute aber hier bei uns besonders der Euro gegenüber dem britischen Pfund, und dem wollen wir uns hier mal wieder näher anschauen. Wir sehen hier zunächst rechts unten das große Bild, Monatsbasis, auch das Währungspaar hatten wir zuletzt immer mal wieder im Fokus. Warum? Weil natürlich hier das Level von 0,70 immer wieder in den Fokus rückt. Und unabhängig der Saisonalität, die wir uns gleich mal anschauen werden, ist hier sehr, sehr schön zu sehen, dass dieses Level im laufenden Monat erneut bislang gekauft wurde. Also hier die Unterstützungszone früherer Jahre, sehen Sie hier in den alten Videos schon ausreichend besprochen, wurde erneut getestet, und aktuell kommt das Währungspaar von diesem Level wieder nach oben zurück. Schauen wir uns das mal im Tagesschart an. Also hier, wie gesagt, das Tauziehen sehr, sehr interessant. In der vergangenen Woche gab es hier wieder Durchbruchsversuche, und man sieht, wie das Währungspaar wieder an diesem Level. Unlängst im Sommer gab es hier eine Schulterkopf-Schulter, eine Inverse, aber aktuell wieder an diesem Level eben gekauft wurde. Und wenn wir jetzt den Tagesschart zu Rate ziehen, dann fällt auf, dass wir hier eine Zone haben, die als Widerstand definierbar ist. Diese Zone sollte kurzfristig Aufmerksamkeit erfahren. Also hier diese Range von 0,7062 bis 0,7050. Das ist pip-technisch nicht viel, gerade weil das Währungspaar roundabout 50 Pips sich gerade mal am Tag derzeit bewegt. Die Volatilität im Allgemeinen durchaus auch wieder recht zäh. Also rückläufig werden da erst unlängst auch ein Streambeitrag in Sachen fallender Volatilitäten. Also kurzfristig hier jetzt aber auf jeden Fall noch das Potenzial für das Währungspaar in diese Region vorzudringen, denn wir haben auch, wenn wir uns die Daily Range anschauen, gerade mal 28 Pips vollzogen. Sehen Sie hier, 28 Pips sind wir bislang gelaufen. Wir haben einen Ausbruch über das Asia-High gemacht, auf Vortageshoches hinter uns gelassen. Jetzt kommt der Preis hier leicht zurück, und das kann auf Intraday-Basis hier durchaus eine schöne Möglichkeit sein, um in den Trade reinzukommen, rein vom Average-True-Range-Potenzial oder Average Daily Range vielmehr hier 0,70, 59, 0,70, 60 denkbar. Also hier nach oben hin durchaus noch Luft, wenn wir uns über dem Vortageshoch jetzt stabilisieren können. Also das Währungspaar jetzt hier nicht nochmal nach unten abkippt. Und dann hätte man im Prinzip auch hier genau einen Anstieg in diese Zone. Das dürfte dann für die kommenden Tage sehr, sehr interessant sein, ob das Währungspaar dann es eben schafft, hier weiter anzusteigen. Positiven Bias erfährt man hier von der Saisonalität. Sie sehen, mit, ja, Aufnahme des heutigen, gestrigen, morgigen Handelstags, hier ein ganz leichter Dip, ist die tendenzielle Saisonalität durchgehend bullisch bis Mitte Dezember. Das sieht also hier sehr, sehr positiv aus, sodass, wenn das Währungspaar hier 0,7060 überwinden sollte, gerade per Tagesschluss, dann auch noch weiter anziehende Preise möglich sind. Und wenn wir uns da jetzt mal ein Stück den Tagesschart zusammenstauchen, dann gibt sich hier, oder ergibt sich vielmehr hier, ein Widerstandslevel bei 0,7210. Diese Zone wäre oberhalb von 0,7060 das erste Anlaufziel, und das eben unter relativ geringen Risikopunkten, wenn man es mal so sagen darf. Also die Chance überwiegt hier an dieser Stelle das Risiko. Für den Fall, dass wir über 0,70 ausbrechen, sind die Chancen doch recht gut, dass wir eben dieses Widerstandslevel hier letztlich attackieren können. Den positiven Bias, wie gesagt, gibt es dann eben auch noch von der Saisonalität hinten drauf oder oben drauf. Und insofern eigentlich eine tendenziell ganz interessante Ausgangslage für das Währungspaar Euro gegen British Pound, auch Channel genannt. Und wir wollen das mal skizzieren. Könnte theoretisch über 0,7060 so aussehen. Gegebenenfalls Pullback. Das ist sozusagen ein erster Aufwärtsimpuls, der hier durchaus möglich scheint. Riskant oder kritisch wäre es natürlich, wenn das Währungspaar scheitert, nochmal zu 0,70 läuft. Dann kann sich das hier so ein Stück weit, ja, mehr oder weniger noch hin und her entwickeln, praktischerweise eben ein Tau ziehen, und ganz klar negativer Bias, wenn wir hier unter 0,6930 gehen, 0,6940, dann mit dem neuen Mehrjahrestief, muss man sagen,
ist dann der Weg nach unten oder wäre der Weg nach unten auf jeden Fall frei. Wäre aber allerdings nicht das präferierte Szenario aus gegenwärtiger Chartauswertung. Was wir aber noch machen können für die Trendlinientrader, ist die Situation, dass wir hier sozusagen auch einen steilen Abwärtstrend haben, der aktuell attackiert wird. Und wenn die heutige Kerze so bleibt und es keinen starken Rückfall gibt, dann hätte man hier sogar im Prinzip auch die Bestätigung, dass eine schräge, sehr, sehr zugegebenermaßen sehr, sehr steile Abwärtstrendlinie durchbrochen wäre, was ergo dem möglichen Erholungsimpuls dann hier auch nochmal zusätzlichen Drive liefern könnte. Man kann auch hier eine Art kleinen Keil skizzieren. Der Preis keilte sich sozusagen ein Stück weit zu während der letzten Wochen. Und jetzt die Möglichkeit eben, dass er hier nach oben rauszieht. Wir haben gerade schon Intraday-Chart gesehen. Gehen wir kurz nochmal in die Stunde hier in Guidance. Hier sieht man auch die leichte Bodenbildung, gerade im Stundenchart sehr schön zu sehen. Also hier definitiv ja, Stützungskäufe. Also eine ganz klare Stabilisierung ist hier zu erkennen. Und insofern dieses Level hier durchaus interessant für einen möglichen weiteren Rebound nach oben. Und wenn wir jetzt auch hier im Stundenchart nochmal die Charttechnik zu Rate ziehen, haben wir hier auch einen schönen Aufwärtstrend, eine schöne Aufwärtstrendlinie, die sich skizzieren lässt. Das sind aktuell die starke Momentumskerze. Können wir auch hier eine Art Trendkanal reinnehmen. Und hier, wie gesagt, das heutige Tagesziel 0,7059 rein von der Range her. Da sind wir im Prinzip hier in dieser Zone, die hier als Widerstandslevel gilt. Und oberhalb von 0,7060 wäre dann aber auf jeden Fall noch weiteres Potenzial zu erwarten. Das aber dann wahrscheinlich mit Blick auf die nächsten Tage. Aber der Bier ist jedenfalls bullisch. Solange wir heute auch über dem Pivot Point bleiben, oberhalb des heutigen Tagestiefs, wäre auch dieser kurzfristige Aufwärtstrend intakt. Und das in der Summe ist im Prinzip ein Cocktail, der hier eigentlich weiter steigende Preise verspricht. Auch hier sehen wir jetzt hier, der Markt ja, lässt sich hier nicht unter das Vortageshoch drücken, nicht nochmal in die Asia-Range rein. Sieht also eigentlich ganz bullisch aus, dass der Tag sich hier positiv fortsetzen könnte. Und wie gesagt, oberhalb von 0,7060 per Tagesschluss kann die Party sogar noch wesentlich weitergehen. So, dann danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit. Und wenn Sie mögen, natürlich morgen 9:30 Uhr das nächste Devisenradar, dann mit einem weiteren Paar. Und dann wollen wir doch mal sehen, was sich hier für Möglichkeiten bieten. Ich wünsche Ihnen erstmal einen erfolgreichen Handelstag und bis bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.